Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica. Ja, in der letzten Folge haben wir einige Sachen gebaut. Und leider, Herrgott, nochmal, sind wir immer noch auf diesem gottverdammten Planeten. Und ja, es ist der 24. Dezember, Weihnachten und keine Geschenke. Rettungskapsel 17 in der Höhe, in der Nähe eines Höhlensystems wird angegriffen. Ja, da müssen wir mal gucken. Was brauche ich für die Mobile? So, Werkzeuge, Ausrüstung, mobile. Titanbahn brauchen wir, Schmierstoff und Energiezelle. Für die Energiezelle brauchen wir zwei Batterien und Silikon. Für eine Batterie, wo haben wir dich? Batterie. Ah, wir können Wasser machen. Glas können wir auch noch machen. Zur Sicherheit. Silikon, Gummi, Elektronik, Säurepilz und Kupfererz. Okay. Jetzt können wir uns schon mal ein bisschen besser formen. Hier haben wir Titan drinne, das brauchen wir sowieso. Ach! Okay. Was haben wir hier drinne? Das schmeißen wir erstmal hier mit rein. Das brauchen wir auf jeden Fall. Schwimmende Luftding brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir auch nicht. So, ach, das brauche ich ja für das Wasser. Okay. Was haben wir hier drin gehabt? Hä? Okay, da ist auch nicht das drin, was ich brauche. Zur Sicherheit einmal auftauchen. Okay. Ich kontrolliere erstmal die Gegend hier nochmal. Dem fahre ich erstmal kurz weg. Ich kontrolliere hier erstmal die Gegend hier wegen Ressourcen. War da was? Keine Ahnung. Doch, das sieht so aus. Es sah aus. Ist es aber nicht. Passing 100 liters. Oxygen efficiency decreased. Ja, okay. Jetzt wird ein bisschen mehr Sauerstoff verballert. Ah, ein Laserschneidergerät. Können wir jetzt bauen. Das können wir nicht scannen. Okay, Salzablagerung. Ich glaube, ich tauche erstmal auf. Herrlich, diese Kreaturen. Aber es täuscht immer noch nicht hinweg, dass ich auf einem fremden Planeten. Also, das täuscht
ich nicht hinweg, dass ich immer noch auf einem fremden Planeten bin. So, mal gucken. Okay. Oh. Hier ist auch so ein Ökosystem drauf. Ich gucke immer, ob man da nicht auch was abnehmen kann. Ach, die kann man scannen. Jetzt kann man die scannen. Riffrücken. Ja. Rote Wiege. Irgendwas konnte man hier noch scannen. Ah, das hier. Schönfeilchen. Adriges Nessel. Scheibenkoralle. Die brauchen wir doch. Oder weißt du was? Ich lasse es sein. So. Oh, Gold. Ah. Damit kann man ja viel anfangen. Oh, da ist einer schon. Da ist ein Wesen krank. Hey, Essen, bleib stehen. New creature discovered. Mann, ich brauche was zu essen. So, und mein Schwimmbad Nummer 3. Okay. 30 seconds. Okay, oh, bin ich. So, dann wollen wir erstmal kurz zurück. Ein bisschen was essen. So. So. Was kann ich jetzt machen? Ey? Ach, dafür brauche ich immer noch die Batterien und 2 Diamanten. Für den Laserschneider. Schmierstoff brauche ich noch. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch erstmal noch nicht. Spatenfisch.
Machen wir lieber zwei. Okay. Und weil es so schön war, muss ich leider die hier auch noch austrinken. Ah, ich verwechsel das immer. Ressourcen, Grundmaterialien, Silikon. Und schon haben wir Silikon. Silikongummi muss ich machen. Was brauche ich denn dafür nochmal? Hä? Ach, zweimal. Hä? So, dann muss ich einmal wieder runter. So. Toll, jetzt muss ich den nochmal scannen irgendwie. Immer dieser scheiß Winkel, den man anpeilen muss, ey. Inventory voll, toll. Mein Inventar ist immer zu schnell voll. Haben wir hier noch Platz für irgendwas? Hä? Ach! Weil das verdammte Ding zwei Plätze einnimmt. Oh. Persönliches Werkzeug, wasserdichte Behälter. Dann machen wir noch mal einen. So. Werde ich froh sein, wenn ich hier die großen Schränke habe. Erstmal die Sachen, die ich jetzt wirklich erstmal nicht brauche, rein. So. So. Der auf die 5. 1. 2, 3, 4. Ach, da ist wieder ein Funkspruch, aber das machen wir gleich. So. Kümmere ich mich jetzt um den verdammten Funkspruch. This is Avery Quinn, so. Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Hmm.
Okay. Rettungsteam ist unterwegs. Hört sich schon mal gut an. Ich werde mich jetzt mal in diese Richtung kurz bewegen. Weil ich brauche Kupfer. Gucken wir mal, ob hier Kupfer ist. Okay. Essen! So. Okay. Aua! So, was haben wir jetzt? Oh, das kann doch nie wahr sein. Ist mein Inventar schon wieder voll, ey. Ach Mann. Weißt du was, ich schmeiß mal. Scheiß was drauf, ey. Jetzt muss ich aber schnell auftauchen, ey. Puh, das war gerade noch Rettung in der letzten Nanosekunde. So, was brauchte ich denn noch? Machen wir erstmal wieder was essen, ey. So. Okay. Silikongummi brauche ich. Okay. Das brauche ich, weil ich muss mich auch heilen wieder mal. So, Essen haben wir jetzt genug. Und jetzt kann ich mit der Batterie anfangen. Schwimmflossen könnte ich machen, habe ich aber schon. Hä? Okay. Ach, ich habe Gold. Okay, dann muss ich wieder zurück in die eine Höhle. Ah, da ist sie ja wieder. Nur Titan? Ich brauche Kupfer. Ah, das sieht doch schon mal viel besser aus.
So. Das Ding heben wir mal auf. Schwefelpflanze brauchen wir auch immer. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Ich hoffe, ich habe das Ding nicht weggeworfen. Okay, dann haben wir es schon mal wieder. Oxygen. Ja. So, dann wollen wir mal eben daraus Wasser machen. Okay, Ausrüstung. Reparaturwerkzeug, Feldmesser. Nee. Jetzt kann ich ja die Batterie machen. Aber ich brauche zwei Batterien. Das heißt also, ich muss noch mal einmal Kupfererz finden. Ja, und die beiden Säurepilze, nur zwei Säurepilze, die hier sind. Säurepilze kann man nicht schnell finden, das kann ich euch schon mal jetzt sagen, nee. Alter Schwede, also Kupfer wird ist echt eine harte Sau. Okay. Hä? Typisch, Inventar schon wieder voll. Das Inventar ist einfach immer zu schnell voll. Ja, und es ist wieder ein Funkspruch reingekommen. So. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Okay.
sind wir schon mal wieder auch schön mit Wasser versorgt. Was man so machen muss. Seegleiterfragmente. Schon ist er wieder voll. Metallschrott im Winter voll. So. So, mal gucken, was haben wir hier drin? So, das brauche ich mal alles nicht. Dann holen wir einmal das Kupfererz raus. So, dann wollen wir mal. Und schon habe ich das, was ich brauche. Werkzeug, Geräte. Titanbahn brauche ich noch. Dafür brauche ich 10 Titan. Oh. Jetzt habe ich schon mal gleich die Möglichkeit, ha, und schon können wir und schon können wir. Ha! Warte mal. Schon habe ich erstmal das erreicht, was ich erreichen wollte. Das machen wir auf die 5. So, was brauche ich für den. Na, mitnehmen will ich die noch nicht. Ich will erstmal gucken, was brauche ich. Fahrzeuge, Seemotor, Titanbahn, Energiezelle, Glas und Schmierstoff. Also Titanbahn kann ich machen, Glas kann ich machen, aber Energiezelle muss ich noch machen und Schmierstoff. Die Tarnbahn, da hole ich mir das aus von hier unten.
Silbererz, Quarz. Silbererz brauche ich erstmal noch nicht. Den Schwefel brauche ich nicht, Gold brauche ich nicht. Jetzt tauche ich mal eben schnell auf, wegen es kam wieder ein dämlicher Funksprung rein. Land re-recorded, Distress Call. This is Officer Keenan, Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Okay, was war das jetzt nochmal? Machen wir erstmal das hier fertig. So, wie war das jetzt nochmal mit der Seemotte? Okay, Energiezelle muss ich jetzt noch machen und Glas. Und halt den Schmierstoff. Salz habe ich hier drinne. So. Einmal kurz hier runter, dann muss ich zweimal Kupfererz gleich irgendwie finden. Silbererz. Silber. Was haben wir hier? Das brauche ich, das. Da packe ich mal immer ein bisschen was weg. Ah, hier haben wir Glas. Pack mal ein Quarz weg, dann haben wir schon mal einen. Dann muss ich jetzt wieder auftauchen. Für die Seemotte muss ich echt viel. Die kriegt von mir einen ganz besonderen Namen. Kaulquappe 1. Einmal Schmierstoff. Und Glas. Was war das noch, was ich für... Jetzt brauche ich nur noch Energiezelle. Und Energiezelle muss ich... Ja, da habe ich Kupferdraht. Ach, da könnte ich den mir nochmal machen, ey. Ja, wie gesagt, Silikongummi brauche ich. Ja, zweimal Kupfererz noch. Das wird heute meine schöne lange Folge mal wieder. Wo ist die? Sehen. So. Ah, immer drücke ich immer den verkehrten Knopf. Alter Schwede. Mann, 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 ey. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt auftauchen und die Aufnahme einfach beenden und dann werde ich offscreen ein bisschen Kupfererz farmen.
Also. Oh, da ist aber echt weit weg. Also, ich werde jetzt offscreen ein bisschen Kupfererz farmen. Also, wie es weitergeht bei Subnautica, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal, euer Korganto bei Subnautica und...